Mein Atem geht ruhig. Mandaya Loai Banda. Okay, ich bin wieder umgefallen. Ein Schwert, ein Bock. Gut, Forgrim und Gwendala sollten die auch noch platt kriegen. Benutzt du mal einen Ausdauertrag? Gwendala ist immer noch benommen. Mann, was für ein Fight, ey. Na klar. Dezeption. So. Arquatus. Ja. Dann noch das Gift weg. Albrasora. Die Kombination war echt böse. Das hier ist aber wieder eine abgeschlossene Kammer, so wie das aussieht. Gut, bevor ich diese Kammer verlasse, mache ich dann einen Quicksave. Pfeile. Gold und Blattgold. Wie sieht es eigentlich mit unserer Traglast aus? Geht noch. Okay. Also ja, wir finden hier unten viele Schätze. Kann man nicht meckern. Steineiche. Also Steineiche sollte kein Problem mehr sein. Hier ist noch eine Kiste. Noch mehr Steineiche? Nein. Andere nette Sachen. Hier ist noch ein Fass. Also das war nur ein Lagerraum, aber mit... Oh, Geld und Zaubertränken. Oh, auch nicht schlecht. Das Fass da können wir noch einschlagen. Ist das noch etwas hier zwischen den Pilzen versteckt? Nee. Nochmal Steineiche. Auf jeden Fall, bevor wir an diesen Ort gehen, der sich Feuerfälle nennt. Auch warum auch immer die Quest bereits aktiviert wurde. Und ja, ich wollte hier einen Quicksave machen. Gut. Ja.
Also hier wartet ein großer Raum voll mit untoten Grollen auf uns. Den können wir uns ja nachher ansehen. Gehen wir erstmal hier lang. Falle? Keine Falle. Fallgitter. Gräumengeister. Komm schon. Ja. Ein Schwert, ein Bogen. Geister kriegen wir eigentlich leicht tot, ohne dass wir jetzt groß Fernkampfmunition verballern müssen. Mein Ding. Das bin ich. Mein Atem geht ruhig. Gut, ich schätze mal, wenn ich da die Winde auf der anderen Seite sehe, dass das hier nachher eine Abkürzung ist, um wieder zurückzukommen in dieses Gebiet. Also wahrscheinlich, wenn wir da zum Teleporter zurück müssen, dass wir da schneller langkommen. Ach, Tiefenamöben. Schon wieder. Besonderes, was wir brauchen könnten. Und hier geht es dann eh nicht mehr weiter. Hier liegen nur ein paar... Sprich, Freund. Also Feuermoos und ein Krötenschemel rum. Dem Wind folgen. Gut. Das heißt, wir müssen jetzt den großen... Da steht Wendeltreppe, wenn ich richtig lese. Also geht's da wahrscheinlich hoch oder runter. Also ja, nochmal ein Quick Save hier machen. Hier ist es beleuchtet. Also es kommen untote Gräulme, sehr viele. Mandaya, das bin ich. Macht einfach mal einen Armaturz an, sicher ist sicher. So, der Geist haut Gladys, macht aber keinen Schaden. Golemgift hingegen ist böse. Angriffsbar.
So, ein Kolben noch übrig. Mein Atem geht hoch. Ich versuche mein Bestes. Kein Gegengewicht. Blattgold. Was hast du noch? Eine Parierstange. Okay, hier ist eine Wendeltreppe nach oben. Weg mit der Falle mal. Also ja, dass es solche von den Göttern verlassenen Orte geben kann, ist krass. So, wo sind wir jetzt? Gräumhöhle 2, würde ich sagen. Weil das war 1. Und hier kommen wir irgendwie wieder runter. Altes Lager hatten wir, hier kommen wir nicht weiter und hier kommen wir zum Teleport und jetzt sind wir hier. Ja, das ist ja gemein. Lass das mal Vorgrim machen. Bei Androschbart. Okay, und tote Grollen, die einen Hinterhalt kriegen. Das bin ich. Ach, warte. Bei meiner Macht. So, weg mit dem. Mein Atem geht hoch. Sarana, du hast auch Gräumen. Ihr habt alle Gräumengriff gerade abgekriegt. Der Gräum noch weg. Meine Güte. Das bin ich. Aufgepasst. Zwergenstall und Gegengewicht. Lass das mal vorgehen. Gegengewicht. Schmiedehammer brauchen wir nicht. Brandfalle, Parierstange. So. Dann gehen wir einmal kurz diese Wendeltreppe ab, damit wir sie ganz aufgedeckt haben. Und das Fass da noch zerhauen haben. Steineiche, wer jetzt erwartet.
Das heißt, wir können hier mal wieder richtig speichern. Das ist jetzt LP 37. Speichern. Und dann sehen wir uns gleich wieder.